Verschiedene elektrische Geräte im Haushalt, wie eine Bohrmaschine, Schleifmaschine oder allgemein elektrische Geräte, die im Innern mit elektronischen Bauelementen ausgestattet sind, haben das Potenzial, den Empfang von Funk- und Fernsehsignalen zu beeinträchtigen. Diese Interferenzen erstrecken sich über den Hochfrequenzbereich von 0,15 bis 300 MHz. Durch die Integration von zusätzlichen Bauelementen wie Kondensatoren und Spulen innerhalb des elektrischen Geräts haben wir die Möglichkeit, Funkstörungen effektiv zu unterdrücken oder zu reduzieren.